Hallo, liebe Deutschlernende. Dies ist ein kurzes Video über eine deutsche Redewendung, die ich ein bisschen lustig finde und sehr passend. Ja? Wenn man sagt, dass etwas kaputt gemacht wird, ja? Wenn man sagt, dass etwas zerstört wird, vernichtet wird, ja? Dann sagt man im Deutschen, es wurde dem Erdboden gleich gemacht. Ja? Es wurde dem Erdboden gleich gemacht. Ja? Das ist der Boden. Ja? Das ist der Boden. Das ist der Erdboden. Und der Erdboden ist flach. Und wenn man jetzt etwas dem Erdboden gleich macht, dann zerstört man es, es wird auch flach, es ist genauso wie der Erdboden. Ja? Es ist nicht mehr da, es ist dem Erdboden gleich gemacht. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme jetzt einen Bagger oder irgendein großes Gerät und ich sage, ich mache diese Bank hier. Ja? Wenn ich diese Bank hier dem Erdboden gleich machen möchte. Ja? Ich fahre mit einem großen Auto, mit einem Panzer über diese Bank. Ja? Dann habe ich sie dem Erdboden gleich gemacht. Ja? Ich zerdrücke die Bank. Ja? Oder ja. Und das ist die deutsche Redewendung, etwas dem Erdboden gleich machen. Es bedeutet etwas zerstören, etwas vernichten. Ja? Und ich denke, diese Redewendung ist sehr passend und sehr einprägsam. Ich hoffe, ihr fandet diese Redewendung genauso interessant wie ich und ich hoffe, ihr habt jetzt eine neue Redewendung gelernt. Ich hoffe, du hast diese Redewendung dir jetzt eingeprägt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!